Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich wollte euch heute mal so ein kleines Body-Update geben. Ich werde nämlich immer wieder gefragt, Amanda, wie viel hast du denn jetzt abgenommen und so weiter und so fort. Aber vorab wollte ich euch einer meiner aktuellen Lieblingssets zeigen von Oceans Apart. Das Set gibt es schon länger, das ist das Beauty-Set. Ich glaube, es sagt schon alles. Ich habe zu diesem Oberteil gibt es auch noch so eine sportlichere Hose, wo auch die Hose oben genau diesen gleichen Gummi hat, beziehungsweise untenrum so, so schön. Aber diese Leggings ist mit Abstand einer meiner Lieblingsleggings. Ich kann mich noch genau an die erinnern, als ich das erste Mal, da ist Oceans Apart gerade so rausgekommen, da hat man die gerade so kennengelernt, da habe ich das bei einer Nachbarin gesehen gehabt, genau diese Hose, und ich fand die so unglaublich schön, und daraufhin hatte ich mir ja meine ersten Sets bei Oceans Apart bestellt, um das Ganze auch mal zu testen und zu schauen und so weiter. Deswegen, ich liebe die, die heißt Beauty Pan. Ganz, ganz, ganz große Liebe. Die ist eben richtig schön High-Waist. Ich habe jetzt zum Beispiel momentan gerade meine Special Days. Und wir Frauen kennen das, gell? Dann hat man so einen aufgeblähten Bauch und fühlt sich so unwohl. Und die ist eben schön hoch und hält alles so schön fest, aber drückt nicht, dass es unangenehm ist, sondern es hält einfach so fest. Und das liebe ich ja bei dieser Leggings. Die ist so, so nice. Macht hier auch eine schöne Rundung an der Seite. Also es sieht immer sehr, sehr schön aus. Macht halt eben einen schönen Popo. Und dieses Oberteil hier ist einfach nur genial. Das ist so ein weicher Stoff. Das hier ist das allererste Teil oder das erste Set, was ich mir damals bei Oceans Apart bestellt habe. Der ein oder andere kann sich vielleicht noch erinnern. Ich habe mich einfach nur unglaublich in dieses Set verliebt, weil es so unglaublich weich ist. Mittlerweile habe ich das in vielen verschiedenen Farben und feiere es einfach so, so sehr. Ihr könnt euch das sehr, sehr gerne mal anschauen. Ich werde euch in die Infobox einmal den direkten Link reinsetzen. Klickt da einfach drauf und schaut euch bei Oceans Apart um. Ihr habt jetzt nämlich die Möglichkeit, euch ab einem Mindestbestellwert von 79 Euro ganze 2 Gratisteile auszusuchen. Das heißt, ihr kriegt sozusagen 50% off. Wenn ihr euch beispielsweise ein Set aussucht, was 79,99 kostet, da gibt es ganz viele von, mit einem Bra und einer Pant zum Beispiel, dann kriegt ihr sozusagen 2 Teile obendrauf gratis und habt dann 4 Teile für 79,99. Das heißt, ihr zahlt pro Oceans Apart Piece ungefähr 19 Euro. Und das ist ein mega, mega, mega Deal. Also schaut euch das unbedingt an. Ich werde euch alles in die Infobox verlinken. Der Code ist Amanda Love. Genau, aber ich dachte mir, ich zeige euch heute mal dieses Set, weil es wirklich einer meiner absoluten Lieblinge ist. Das Beauty-Set, ich werde es euch auch in die Infobox verlinken. So, ich habe jetzt das Jet-Set-Set in meinen Warenkorb gelegt und meinen Code hier eingegeben, Amanda Love. Und wenn ihr dann auf Einlösen geht, dann werden euch die Artikel angezeigt, wo ihr euch 2 Free Gifts aussuchen könnt aus dem Free Gift Chooser. Und da sind so geniale Sachen mit dabei. Also gerade hier diese Coconut Pan, die ist so weich und gemütlich. Und diese Farbe ist ein Traum. Das schreit einfach nur Hallo Frühling. Also da sind so, so, so viele Lieblinge von mir mit dabei. Diese Pan ist die, die ich euch gerade eben gezeigt habe, nur in diesem wunderschönen, ja, grünen Mint. Also es ist kein richtiger Mintton, so ein helles Grün. Also eine wunder, wunder, wunderschöne Farbe. Auch der passende oder die passenden Bras sind mit dabei. Also ihr seht schon, eine richtig, richtig schöne große Auswahl. Hier auch die Maya Pan, einer meiner absoluten Lieblinge. Und hier auch so ein ganz klassischer Sport-BH mit dünnen Trägern, auch perfekt für egal wo drunter zu tragen. Also hier die Pan zum Beispiel, die hat so Seitentaschen, wo man dann auch Sachen reinstecken kann. Also ihr seht schon, richtig, richtig, richtig schöne Sachen, eine große, große Auswahl. Hier auch diese Leggings sieht auch so mega nice aus. Die ist hier so ein bisschen durchsichtig eben an der Seite, sieht auch super sexy aus. Also wirklich für jeden was dabei, verschiedene Farben, Hosen bzw. Bras. Also schaut sehr, sehr, sehr gerne vorbei, ihr Lieben. Wenn ihr irgendwie noch Fragen haben solltet, Tipps, Anregungen von Oceans Apart, dann stellt sie mir gerne in die Kommentare. Ich habe ja mittlerweile viele schöne Teile und kann da echt einiges zu sagen. Ihr seht es ja auch täglich in meiner Insta-Story, in meinen täglichen Vlogs. Ich trage mittlerweile zu 99% Oceans Apart, also wirklich 6-mal die Woche safe auf jeden Fall. Ich lebe praktisch in Oceans Apart. Und jetzt zur großen Frage, Amanda, wie viel hast du abgenommen? Hast du abgenommen? Gib mal ein Update, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Also, ab
Update ist, dass ich etwas über 8 Kilo bislang abgenommen habe. Also es sind noch nicht ganz 9. Es schwankt auch immer mal wieder. Also gerade wenn ich so wie jetzt meine Days habe, da hat man automatisch auch immer irgendwie ein bisschen mehr auf der Waage. Da wiege ich mich aber grundsätzlich nicht. Also das sollte man auf jeden Fall auch nicht machen. Genau, was ich die letzte Zeit gemacht habe, ist, ich habe immer mal wieder Zitrone morgens getrunken, sehr, sehr, sehr viel getrunken, grundsätzlich sehr viel Wasser auch nur, nicht irgendwie was anderes. Fällt mir aber nicht schwer, weil ich das schon immer mache. Also bei mir gibt es gar keine süßen Getränke und sowas. Wenn mal nachmittags eine Tasse von so einem Eistee, aber das passiert irgendwie ein, maximal zweimal die Woche und nicht mehr. Aber sonst eben sehr, sehr, sehr viel trinken den ganzen Tag. Ich habe immer mal wieder Hula Hoop gemacht. Und auch immer mal wieder irgendwelche Sportübungen, aber das habe ich auf jeden Fall die letzte Zeit vernachlässigt, muss ich echt sagen. Aber weil wir auch die letzte Zeit alle krank waren. Wir hatten ja Magen-Darm, dann kam Fieber, dann Corona und was weiß ich, was alles drum und dran. Deswegen, ich habe das auf jeden Fall in der letzten Zeit vernachlässigt. Das muss ich auf jeden Fall wieder angehen. Mich hatte es eine Zeit lang halt eben auch total motiviert, dass ich morgens, wenn ich aufgestanden bin, schon sozusagen in mein Sportoutfit gewesen bin, weil ich ja gefühlt jeden Tag in Oceans Apart bin. Und das motiviert dann auf jeden Fall auch. Also wenn man dann schon in Sportklamotten ist und dann einfach sagt, okay, komm, ich wollte jetzt nachmittags oder am Abend oder morgen, wie auch immer, sowieso schon duschen, dass man sagt, komm, ich bin schon in meinen Sportklamotten, ich mache jetzt mal ein kurzes Workout, auch wenn es irgendwie nur so 20 Minuten sind. Egal, Hauptsache irgendwie irgendwas. Und dann, ja, das ist eigentlich so das, ja, wie ich es jetzt auch wieder dann anfangen möchte. Wie gesagt, ich habe es jetzt eine Zeit lang wieder leider Gottes vernachlässigt aufgrund dieser ganzen Krankheiten, Erkältungen und so weiter. Aber das möchte ich auf jeden Fall wieder angehen. Genau, das als Update, weil ich da immer und immer und immer wieder nachgefragt werde. Ich soll doch mal ein Update geben, wie viel ich jetzt abgenommen habe. Es ist noch nicht allzu viel, aber es ist etwas und das ist ein Anfang. Und ich hoffe, so geht's weiter bis zur Hochzeit. Wäre sehr, sehr cool, wenn ich so auf die 15 Kilo komme. Wenn mehr, wäre natürlich super. Also so 20 wäre meine absolute, absolute Traumvorstellung. Aber ja. Wir werden sehen. Ich mache einfach weiter. Ich denke auch gerade, wenn man jetzt so Richtung Frühling geht, dann bin ich sowieso immer so ein bisschen motivierter, wenn man so an den Sommer denkt und sagt, ey komm, noch ein bisschen was geht da sozusagen, wenn man an die Hochzeit denkt sowieso oder an den nächsten Sommerurlaub oder sowas. Ja, im Winter ist immer so ein bisschen schwierig, gell? Sich da so ein bisschen zu motivieren, dann auch mal ins Fitnessstudio zu gehen, wenn es draußen kalt ist und regnet und man sich denkt so, nein, ich will zu Hause bleiben, eingemurmelt auf der Couch. Deswegen, momentan ist es so, dass jeden Tag die Sonne scheint, der Himmel blau ist und das motiviert auf jeden Fall. Deswegen, ja, wenn wir die aktuelle Corona-Situation überstanden haben in unserem Haushalt, dann gehe ich das Ganze auf jeden Fall wieder mit Vollgas an, dass sich da die nächsten Wochen wieder ein bisschen mehr auf der Waage tut. Aber das ist der aktuelle Stand, nachdem ihr immer gefragt habt, deswegen für euch die Info. Etwas unter 9 Kilo sozusagen aktuell. Ja, ihr Lieben, wenn ihr auch was verändern möchtet, wenn ihr ein bisschen sportlicher aktiv werden möchtet, dann kann ich euch auf jeden Fall den Rat geben, holt euch ein cooles Sportoutfit, in dem ihr euch wohlfühlt, safe fühlt und dann macht das Ganze auf jeden Fall schon viel, viel, viel mehr Spaß. Wie gesagt, schaut gerne mal bei Oceans Apart vorbei, nutzt gerne den Link in der Infobox und mein Code und dann würde ich euch jetzt sagen, viel Spaß beim Vlog. Einen wunderschönen guten Morgen. Es gibt unsere Eier-Sandwiches am Sonntagmorgens. Der Samu isst hier nur ein Ei. Der Lias und Samu hatten nämlich schon gefrühstückt von gestern noch die Pfannkuchen. Aber dieser hier ist ein Nimmersatt, gell? Du kannst 24 Stunden essen. Ja, deswegen, wir lassen es jetzt mal schmecken. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Sonntag früh. Boah, es ist am Regnen. Was für ein ekliges Wetter. Ich kann den Frühling kaum erwarten. Oder zumindest mal ein paar Tage, wo es einfach nicht regnet. Das wäre schon schön. Wir haben gefrühstückt, genau. Ich bin gestern übrigens mit nassen, also es ist nassen Haaren, ich habe sie so in der Luft trocknen lassen. Sie waren dann auch komplett trocken, bevor ich ins Bett gegangen bin. Ich habe mir einfach nur einen hohen Dutt gemacht gehabt, aber demnach sehen sie auch aus. Ich werde sie auf jeden Fall später einfach mal glätten, um sie im glatten Zustand mal zu sehen. Genau. Ich habe gerade eben schon meinen Blog online gestellt. Ich habe ja gestern 2 Stück geschnitten. Das heißt, wir haben noch keine 10 Uhr. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben, 9 Uhr irgendwie was. Und der Vlog ist schon online, richtig gut. Ich war jetzt also überlegen, ob ich mal einen zweiten anfangen soll, aber mich struggelt diese Geschichte hier.
Ich glaube, ich muss hier einfach anfangen. Ich stehe hier aber schon seit 2-3 Minuten und weiß nicht, wo ich anfangen soll, was soll ich zuerst machen, weil ich möchte einmal ein paar Produkte raussuchen, weil wir gehen ja heute zur Schwiegermama und da sind auch meine Schwägerinnen da. Und ich habe momentan wieder so viel und ich wollte mal wieder ein paar Sachen raussuchen und denen mitbringen. Dann habe ich neue Produkte, die ich dann auch mal, wo ich dann wieder Platz habe, die einzusortieren. Ich habe hier die ganzen Hochzeitssachen, da würde ich gerne mal versuchen, ein bisschen was wieder nach oben zu bringen, weil ich habe es ja mittlerweile abgedreht, aber ja. Dann habe ich hier die Retoure, die ich fertig machen möchte. Die Decke kommt ja zurück. Da war aber kein Retoure-Schein drin, da muss ich mal gucken. Dann habe ich auch das aktuelle Babyphone, das werde ich auch zurückschicken. Und zwar haben wir ja jetzt das Problem mit dem Empfang gelöst. Also man muss einfach nur die Antenne hochmachen, dann hat eigentlich gar, also wir hatten keinen Struggle mehr damit. Aber der Akku ist ein Witz. Ich meine es wirklich ernst. Also wir müssen wirklich, wenn wir, der Akku steckt ja die ganze Nacht sozusagen am Gerät dran, dass wir die ganze Nacht eben ja, dass alles garantiert ist, dass nichts ausgeht. Und dann mittags ist das Gerät ja für 2-2,5 Stunden, maximal 3 Stunden an, wenn er seinen Mittagsschlaf macht. Und wenn wir nach dem Mittagsschlaf vergessen, das Gerät wieder aufzuladen, haben wir abends schon diese Piepserei, dass eben der Akku leer ist. Und das kann es nicht sein. Nach so kurzer Zeit, also das letzte Babyphone, wo wir ja so Probleme mit dem Empfang hatten, das haben wir gefühlt alle 2 Tage aufgeladen, weil der hat ein richtig krass Akku, also Akkuleistung. Also, keine Ahnung. Und es struggelt mich schon seit Tagen, nervt mich das jeden Abend, wenn wir es vergessen haben. Also es ist nicht jeden Abend, aber oftmals haben wir es einfach vergessen und dann, I don't like it. Deswegen, ich gehe weiterhin auf die Suche nach dem perfekten Babyphone, der gute Akkulaufzeit hat, der einen Mega-Empfang hat und der trotzdem irgendwie nicht 200-400 Euro kostet, weil ganz ehrlich, es ist nur ein Babyphone. Also ich denke mir manchmal so, chillt man mit den Preisen. Katastrophe. Naja, das möchte ich auch noch machen. Dann habe ich jede Menge Wäsche, was ich verräumen muss. Draußen ist auch noch ein Wäschekorb von gestern von der schwarzen Wäsche. Und ich glaube, mit das Wichtigste in diesem Zimmer ist, dass ich die ganzen Kartons hier mal wegbekomme. Und 95% dieser Kartons sind eigentlich nur die ganzen Kissenhüllen. Das heißt, ich muss die alle auspacken, alle ausbreiten und mich dann entscheiden, was passt. Und das kann ich auch hier oben machen, weil der Teppich sowieso gerade hier oben ist, dass ich das nochmal mit dem Teppich dann auch vergleiche, was da am besten passt. Genau. Es ist einiges, deswegen ich höre auf zu quatschen und lege hier mal los, damit dieses Chaos endlich ein Ende hat. So, okay, ich habe definitiv echt ein bisschen viel bestellt. Habe den Teppich jetzt hier mal so ein bisschen ausgerollt, damit ich das mit der Farbe ein bisschen besser sehen kann. Aber es ist ganz schwer, wie ihr seht. Da sind wirklich so dieses, das hier ist ein ganz helles Beige, fast schon weiß. Das passt auf jeden Fall gut. Und dann diese dunkleren Beige-Töne, das passt einfach nicht. Auch das hier, da bin ich mir auch unsicher. Wobei das noch so ein kühler Ton ist. Ich glaube, das passt mit dem Teppich ganz gut. Aber hier das hier, das seht ihr diesen Gelbstich? Voll schade eigentlich. Die funktionieren eigentlich, glaube ich. Das hier ist auch wieder zu beige, also zu dunkel einfach. Das hier auch. Ja, ich glaube, ich nehme jetzt mal die weg. Das geht auch gar nicht, das geht auch gar nicht. Ich nehme jetzt mal die weg, wo ich sage, die gehen gar nicht, gar nicht, gar nicht. Und dann schaue ich mal bei den übrig gebliebenen, welche es dann werden. Schwierig. Schwieriger als gedacht. Ich hätte echt gedacht, dass da mehr passen, aber ja, mal gucken, was jetzt übrig bleibt, wenn ich aussortiere. So, ich habe jetzt hier einiges aussortiert. Das sind jetzt die übrig gebliebenen, wo ich mir echt unsicher bin. Und die werde ich jetzt mal, okay Miami, die werde ich jetzt mal runternehmen, auf die Couch legen und gucken. Also, ich glaube, dass der hier und der hier ganz gut passen, weil das ist so eine Mischung. Der ist halt ein bisschen heller als der Teppich, der ein bisschen dunkler, aber ist trotzdem ein schöner braun-beige-Ton einfach, ohne dass er zu dunkel ist, beziehungsweise ins Gelbliche geht. Zwischen den beiden sieht der hier jetzt schon wieder so ein bisschen beigefarben aus. Deswegen, ich muss vielleicht auch gucken, wie ich die auch einfach an der Couch dann anordne. Aber der hier ist jetzt so, und der würde halt zu dem hier ganz gut passen, weil das so ein ähnliches Off-White-Beige-Weiß eben ist. Wenn ich die nebeneinander stelle, dann sieht das auf jeden Fall gut aus.
Und bei den beiden bin ich mir echt richtig unsicher. Also es ist einmal nur in viereckig und einmal so ein bisschen länglich. Ich mag das halt mit den Quasten und das Muster und so weiter, aber das hier ist auch alles in Ordnung. Aber diese eine Linie, die ist so ein bisschen wie das hier, dieses beigefarbene. Deswegen würden die hier, die drei nebeneinander richtig gut aussehen, auch mit dem hier, weil diese Farbe und diese Reihe hier sind relativ ähnlich. Das ist noch ein bisschen heller, aber die sehen sich so ein bisschen, also die könnte man zusammennehmen oder eben diese hier. Ich bin mir echt unsicher. Ich müsste vielleicht sogar am Ende das hier weglassen, weil das dann zu hell ist. Die würden vielleicht sogar funktionieren, die vier Stück hier. Ich weiß es nicht. Ich werde das jetzt mal runternehmen und gucken, was da am besten in Kombination mit Teppich und Couch aussieht. Ich werde den Teppich jetzt auch mal runternehmen. Mal gucken. So, ich habe den Teppich jetzt mal so ausgelegt und die Kissen auch mal hier so hingestellt, um zu gucken, was funktioniert. Und man sieht schon ganz gut, das Weiß sieht einfach mega aus. Und die funktionieren eigentlich auch, weil die sind nicht zu dunkel. Also da ist ja dieses Off-White dazwischen. Ich bin mir bei dem hier nicht so sicher. Und bei dem, weil das wäre dann der einzige, der so grau ist. Und dieser Grauton passt auch gar nicht zur Couch an sich. Das ist ja so ein hellgrau. Ich würde den hier jetzt, glaube ich, mal wegmachen. So, wir arbeiten uns jetzt mal vorwärts. Das Gute ist, dass davon habe ich ein Zweier-Set und davon auch. Und davon habe ich ein Zweier-Set und davon. Genau, nur der hier ist halt eben einzeln. Unsicher wegen dem hier, ob es nicht zu braun ist. Mittlerweile alle aussortiert, sind jetzt nur noch die zwei übrig. Die gefallen mir auch, die sind weich, die sind gemütlich, die sind flauschig. Es ist dann mal ein helleres Beige und ein dunkleres Beige, genau in der Mitte vom Teppich. Ich denke, das passt ganz gut. Aber irgendwie ist es auch wieder so, in Anführungszeichen, langweilig. Ich hätte gerne mal was Außergewöhnlicheres gehabt. Wie beim Teppich, dass hier sowas ist und dann wieder glatt oder mit so Quasten. Aber dieser, das sieht nichts aus. Dieser Gelbstich, ich weiß nicht, es kommt gerade gar nicht so in der Kamera rüber, aber gerade auf der Couch irgendwie. Ich bin gerade verzweifelt. Am liebsten würde ich alle zurückschicken und einfach bei irgendeinem Möbelhaus eine einheitliche Kissenkollektion bestellen, weil dann sind die Farben, ja, dann sind die praktisch perfekt. Bei Benuta gibt es auch gerade keine Kissen. Ich weiß auch nicht, sind alle entweder weg oder komische Größen und die haben echt nicht so eine große Auswahl. Deswegen bin gerade verzweifelt. So, ich habe jetzt richtig viel Zeit damit verschwendet, mich mit diesen Kissen auseinanderzusetzen und mir gefällt es einfach gar nicht. Also da war jetzt nichts da, also da waren so Sachen, wo, also da waren Kombinationen dabei, wo ich gesagt hätte, ja, ist okay, aber nicht so dieses, oh, schön. Und das fehlt mir halt, das nervt mich deswegen. Ich habe jetzt gerade bei Manobilia zwei neue Decken bestellt. Bei H&M habe ich ein paar Kissen bestellt. Bei Benuta habe ich zwei Kissen bestellt. Das waren auch die einzigen, die zum Teppich gepasst hätten, haben, sonst hätte ich da direkt alle bestellt. Und wir fahren Mitte der Woche zum Deko Andreas. Dort gibt es auch eine riesengroße Kissenauswahl und ich hoffe einfach, dass ich da fündiger werde. Aber das jetzt über Amazon, das war eher so Flop. Also die einzelnen Kissen fand ich schon schön, aber in Kombination war es einfach blöd, weil das verschiedene Beige-Töne waren. Die anderen weißer, die anderen eher ins krass beige-braune, die anderen ja eher noch mit so einem Gelbstich. Es hat halt nichts zu 100% zur Couch, zur Teppich oder vor allen Dingen miteinander gepasst. Also ihr habt es ja gerade gesehen, es war irgendwie gerade eher so ein Fail. Super. Läuft bei mir. Jetzt mal überlegen, was mache ich als erstes. Wir haben schon 12 Uhr. Ich glaube, ich glätte mir mal schnell die Haare, weil sonst komme ich da nicht zu. Und ich kann meine Haare gerade nicht mehr ansehen. Sieht ja furchtbar aus. Ja. So, ich habe meine Haare mittlerweile geglättet. Heutiges OOTD. Die Schuhe sind von Deichmann, die Leggings von Lilü. Das Oberteil ist von Reed, wie es ausgesprochen wird. Und die Tasche von Louis. Schöne Haare, gell?